Wenn ihr nicht wollt, dass ihr irgendwie auf diesem Ding erscheint, dann bitte schaltet eure Kamera aus und man sieht auch nicht einmal euren Namen bei dieser Aufzeichnung. Wenn ihr eure Kamera aber jedoch dann öffnet, dann sieht man euch bereits schon bei der Aufzeichnung. Gut, ich glaube, ich habe alles gesagt und ich freue mich schon auf heute, auf die kommende Stunde und danke Michaela, danke Joe, dass ihr da seid und ja. Ich freue mich auf die spannende Stunde mit euch und übergebe euch jetzt das Wort. Ja, danke, liebe Dagmar. Wir freuen uns auch total, dass wir dabei sein dürfen, sind auch schon voll gespannt und hoffen auch, dass wir viel ins Miteinander reden und diskutieren kommen. Vielleicht nur so kurz mal zu unserer Person. Michaela, bin klinische und Gesundheitspsychologin bei den Rosa-Lila-Bandarennen und vor allem auch so für die Koordination von unserer Peerberatung zuständig. Ja, und werde einfach heute zusammen mit dem Joe hier die Stunde gestalten. Joe, wenn du kurz vielleicht Ja, noch. hallo auch von meiner Seite, ich bin der Joe. Danke vorweg für die Einladung, für das tolle Weiterbildungsangebot, was ihr habt. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir unsere Arbeit und unser Wirken hier vorstellen können. Weil ich betone immer dazu, alle Menschen, denen wir unsere Themen erzählen, sind auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Und genau das brauchen wir, weil wir wollen die Welt ein bisschen verändern und da braucht man einfach Leute, die uns unterstützen. Darum danke, dass ihr alle da seid und danke für die Einladung. Ja, und ich meine, das Thema, das wir ausgesucht haben für die Stunde heute, dieses authentisch sein, passt natürlich auch irgendwie super zum Hintergrund vom Verein, von den Rosa-Lila-Bandarennen, weil natürlich so auch dieses authentisch sein nach außen ein ganz großes Anliegen für uns ist. Und ich meine, vielleicht das Erste, was dann natürlich irgendwie so die Frage ist, dass ich da jetzt einfach einmal auf die Folien drauf getan habe. Wie schon gesagt, das Wort Authentizität. Grundsätzlich glaube ich, mit authentisch sein können ja viele von uns was anfangen. Also man hat irgendwie so ein ungefähres Gefühl, was das Ganze sein soll. Ich habe trotzdem da noch einmal so die Definition aus dem Psychologie-Wörterbuch, aus dem Dorsch drauf getan. Grundsätzlich beim authentisch sein geht es so ein bisschen darum, sozusagen sein wahres Selbst zu zeigen. Das setzt natürlich auch voraus, irgendwie diese Selbstkenntnis, also dass man irgendwie ein Gefühl dafür hat, was jetzt dieses wahre Selbst denn ist. Und dann eben so seinen Gedanken, Emotionen, Bedürfnissen, Werten, Überzeugungen entsprechend zu handeln und die auszudrücken. Das heißt natürlich auch, dass man dann irgendwie sich in sozialen Beziehungen offen zeigt. Was ich dabei ganz wichtig und spannend finde, ist, dass das natürlich nicht ausschließt, dass man sich vielleicht in verschiedenen sozialen Rollen anders verhält. Also in Bezug auf Beratung, in meiner Beraterinnenrolle werde ich mir wahrscheinlich auch, wenn ich authentisch bin, anders verhalten, als ich das jetzt vielleicht im Umgang mit meiner Familie oder so tue. Heute soll es natürlich auch vor allem um authentisch sein, so im Zusammenhang mit Sexualität, mit Geschlechtsidentität gehen. Und dazu würde ich jetzt auch gleich an den Joe weitergeben. Genau. Vorweg, weil du gerade so schön das Thema authentisch umschrieben hast, es gibt ja diese Vorurteile, die man oft gegenüber speziell Schwulen oder speziell Lesben hegt. Und ich erlebe es oft, kommen Menschen zu mir, die vielleicht mit der Gay-Community noch weniger Berührungen gehabt haben und sagen, ma, hast den gesehen? Der ist so tuntig. Und manche meinen das positiv. Manche können das aber auch negativ meinen. Und ich ganz persönlich, subjektiv, habe da so ein bisschen die Beobachtung gemacht. Es gibt natürlich dann immer diese Bewertung, finde ich diese Person sympathisch oder finde ich diese Person unsympathisch. Und meine Antwort ist dann immer, nur weil jemand tuntig ist, ist er nicht per se die negativen Aspekte von tuntig, sprich nervig, übergestikulierend. Ganz im Gegenteil. Es hängt am Ende des Tages trotzdem von der Person ab und es wird Personen geben, die solche Klischees zum Beispiel erfüllen und es wird Personen geben, die solche Klischees nicht erfüllen.
Und beide Personen können trotzdem in die Rolle der positiven Bewertung fallen und in der negativen Bewertung fallen. Und ich erkläre das oft den Leuten, ihr werdet Menschen treffen, die sich genauso sind und die euch sympathisch sein werden. Ich möchte kurz beginnen mit einer Begriffserklärung. Frau, Mann ist jetzt nichts Unbekanntes, man kennt diese beiden Geschlechter. Zuletzt hat man aber vielleicht in den Medien mitgekriegt, weil in Österreich ist jetzt offiziell auch der dritte Geschlechtseintrag möglich. Da spricht man von intersexuell. Und mit transgender oder transsexuell wird bezeichnet, wenn man das Geschlecht wechseln will. Sprich Frauen, die zu Männern, die als Mann leben wollen, oder Männer, die als Frau leben wollen. Das sind einmal die Punkte, wo man von Geschlechtsidentität spricht. Und warum ist das so wichtig zu betonen? Weil diese Geschlechtsidentität wird ganz oft mit der sexuellen Orientierung verwechselt. Ist aber nicht das Gleiche. Sexuelle Orientierung, da geht es darum, wen begehre ich, wen liebe ich. Und das meistverbreitetste ist hetero. Natürlich Frauen, die Männer lieben, oder Männer, die Frauen lieben. Das Gleiche gibt es natürlich auch in der homosexuellen Variante, eine Frau, die eine Frau liebt, oder ein Mann, der einen Mann liebt. Und auch noch weit verbreitet und bekannt ist die Bisexualität, wenn man für beide Geschlechter offen ist. Wenn man jetzt das Ganze von der Transperspektive betrachtet, muss man zuerst unterscheiden, spricht man von einem Transmann oder spricht man von einer Transfrau? Also ist für viele schon verwirrend, aber im Endeffekt ist die Beschreibung ganz einfach. Man konzentriert sich darauf, was die Person sein will. Ja? Wenn eine Person von Frau den Weg zum Mann gegangen ist, spricht man von einem Transmann und umgekehrt. Und auch hier sind die meisten Transpersonen heterosexuell. Also die meisten Transmänner stehen auf Frauen und die meisten Transfrauen stehen auf Männer. Aber auch für Transpersonen gibt es die Homosexualität oder auch die Bisexualität. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin offen, mir ist das wirklich egal und ich könnte mir auch vorstellen, mit einer Transperson eine Beziehung einzugehen, egal ob Transmann oder Transfrau, oder für mich ist es auch möglich, eine intersexuelle Person eine Beziehung zu haben, dann spricht man von dem Begriff pansexuell. Aber natürlich, zu pansexuell gehört dann genauso dazu, dass man sich auf Beziehung mit einer Frau oder einem Mann vorstellen kann. Warum sollte das dann ausgeschlossen werden? Und alles in allem, ja, da gibt es nur die Asexualität. Asexualität bedeutet im weitesten, man verzichtet auf Beziehungen, aber da gibt es dann auch wieder viele Detailunterscheidungen. Man unterscheidet dann zwischen Sexualität und Romantik, aber alles in allem ist das ein Überbegriff. Und das sehr beliebte Wort queer, das man momentan in vielen Bereichen sehen und lesen kann, ist ein alles umfassender Begriff. Queer ist für alle da und queer ist im Endeffekt auch ein Begriff, der für positive Umrandung des gesamten Geschlechtsidentitäts- und Orientierungsspektrums gelten soll. Wichtig ist de facto die Unterscheidung, dass Identität nicht Orientierung ist, weil das einfach oft in einen Topf geworfen wird. Schlichtweg, was bin ich oder als was definiere ich mich und wen liebe ich? Genau. Und jetzt möchte ich dann nur kurz erzählen, was wir Rosa Lila Pantherinnen eigentlich so machen. Also den Verein gibt es seit 1991, das heißt, wir werden nächstes Jahr unseren 30. Geburtstag feiern. Und wir sind eine Plattform und Interessensvertretung für Lesben, Schwule, Transgender-Personen, Intersexuelle. Und wir sind auch für alle da, die uns brauchen, ist ein kleiner Leitspruch von uns. So passiert in der Beratung, wo die Michaela federführend ist, kommen auch immer wieder Angehörige zu uns, Eltern kommen zu uns. Und man erlebt eben, dass unser Tätigkeitsfeld wirklich sehr divers ist. Sie durch alle Gesellschaftsschichten zieht und alle unser Angebot annehmen und brauchen können. Und das ist auch eigentlich, was unser Aufgabenfeld so besonders macht, weil das Thema Homosexualität und queere Themen kommt in allen Bereichen des Lebens vor. Ja, ich sage immer dazu, was ist unser Ziel? Das Ziel ist eigentlich nicht mehr gebraucht zu werden. Und an dem arbeiten wir. Und wir wollen Gesellschaftsarbeit betreiben, Toleranz, Offenheit und Vielfalt in den Köpfen der Menschen fördern. Und genauso arbeiten wir auch auf politischer Ebene, machen Lobbying.
Aber die Hauptaufgabe ist trotzdem Beratung in den verschiedensten Formen. Hier sieht man die drei Säulen, in die ich unsere Aufgaben immer gern erkläre. Das eine ist der große Bereich Beratung, Informationsbereich. Da fällt darunter die bio- und die psychologische Beratung, wo wir später noch mehr erzählen werden. Da geht es auch ganz stark um das Thema Coming Out, auch ein Authentizitätsthema. Sage ich es nicht, lebe ich versteckt? Bin ich authentisch, wenn ich mich verstecke? Und es ist trotzdem Liebe und Sexualität so etwas Großes in unserem Leben. So etwas zu verstecken, das bedarf auch viel Leistung. Elternangebote, wie vorhin schon erwähnt, also es kommen auch viele Angehörige immer zu uns. Wir haben bei uns auch eine Juristin im Büro, die immer wieder Rechtsinformationen gibt. Migrationsberatung findet auch bei uns statt. Gesundheitsthemen, Transgender-Beratungen. Und wir geben auch Informationen aus dem Haus mit unserem Pride-Magazin. Das kann man kostenlos abonnieren auf unserer Webseite. Wir schicken das Pride-Magazin alle 2 Monate zu. Und das ist einmal so grob der Informationsblock. Gleichzeitig wollen wir unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen. Also wir machen intensive Öffentlichkeitsarbeit und versuchen da auch medienwirksam zu sein. Das ist zum einen politisches Lobbying. Wenn nötig, wir streicheln, wenn möglich. Und wir sind auch in den Medien und Social Media aktiv. Nicht so aktiv wie Logo. Wir sind nicht auf allen Plattformen. Wir haben regelmäßig Veranstaltungen. Das reicht von Partys und Clubbings bis hin zu Informationsabenden und Diskussionen. Wir schauen, dass wir in Graz einen engen Kontakt zur Community haben, zu den Lokalen, die es gibt. Wir bieten Vorträge und Weiterbildungen an und gehen auch in Schulen. Und Vorträge und Weiterbildungen, wir haben zurzeit eine interessante Beziehung zu Sturm Graz, zum Fußballverein. Und selbst dort machen wir jetzt mit der Fanabteilung demnächst einen Vortrag und einen Workshop zum Thema Diversität. Und ist ein total interessanter neuer Boden, auf dem wir arbeiten und auch sicher wertvoll. Ja, und der dritte große Bereich sind unsere Projektgruppen. Das ist zum einen Queer Friday, unsere Jugendgruppe. Denen werden wir auch gleich euer Angebot von vorhin weiterleiten, haben wir gerade gesagt. Die Jugendgruppe trifft sich alle 2 Wochen und organisiert sich, wie soll ich sagen, eigentlich selbst. Also unsere Gruppen, wir haben das Konzept, wir helfen den Gruppen, wenn sie wo Unterstützung und Support brauchen. Aber im weitesten versuchen wir, die Gruppen autonom zu lassen. Sprich, wir bieten im Verein Rahmenbedingungen, sei es räumlich, Infrastruktur, personell oder andere Ressourcen. Und die Gruppen können sich dann überlegen, wie sie das gestalten wollen. Das zieht sich von Jugendgruppe über verschiedene Frauen- und Männerangebote. Eine Familiengruppe gibt es, famos. Genauso die HUK, Homosexualität und Glaube. Kultur- und Freizeitangebote. Forschungsstellen und Praktikumsstellen. Und ja, diese Gruppen laufen ehrenamtlich und autonom. Und es ist einfach immer eine große Freude, wenn man mitkriegt, dass wenn sie die Gruppen treffen und wie viel Motivation und Power da dabei ist und wenn die Leute einfach gerne kommen. Ja, wir sitzen hier gerade in unserem Vereinslokal in der Annenstraße. Durch herinnen gibt es Arbeitsplätze, Besprechungsräume, eine Bibliothek und ja, da ist eigentlich, also jedes Mal, wenn man reingeht, trifft man einfach irgendjemanden. Und wenn ihr mal in der Nähe seid, seid alle eingeladen, einen Sprung vorbeizukommen, euch ein bisschen Infomaterial von uns anzusehen oder auch einfach nur einen Kaffee zu trinken. Das ist immer, ihr seid immer herzlich willkommen. Und diese vielen Projektgruppen und Aufgaben, die ich vorher aufgezählt habe, sind hier nochmal kurz ein bisschen aufgezeichnet, wie sich das von den Altersschichten zusammensetzt. Also man sieht, es geht von ganz jung bis ganz alt und nicht nur das Alter ist ein Kriterium, auch geografisch, soziale Schichten. Also das Thema Homosexualität findet man überall. Jetzt zuletzt eben auch im Fußball, wo man denkt, ja, okay, das ist vielleicht ein eher homophob geprägtes Umfeld und auch dort wollen wir agieren. Und das ist in Wirklichkeit meiner Meinung nach der einzige Ansatz, wie man eine gesellschaftliche Gleichstellung neben den politischen und gesetzlichen Themen, aber wie man gesellschaftliche Gleichstellung erreichen kann. Man muss überall hingehen, man muss fast omnipräsent sein. Und das macht unsere Arbeit auch so bunt. Hier ist nochmal ein kurzer Slide zur Jugendgruppe Queer Friday.
Man sieht hier ein Foto von einem Gruppentreffen. Die Jugendgruppe ist gerade sehr aktiv, die sind gerade mega fleißig und haben ganz viele Projekte geplant. Und ich möchte euch gern sagen, wenn ihr Leute kennt, und ich will gar nicht sagen, dass die Leute Sorgen oder Schwierigkeiten haben müssen. Einfach nur Leute, die vielleicht in der Freizeit ein neues Programm suchen. Schickt es zur Jugendgruppe, es ist dort lustig, es ist dort immer Spaß. Und ich finde es auch ganz, ganz besonders, ich kann mich erinnern, ich bin seit 2012 bei den Rosalila Pantherinnen tätig und man merkt, wie sich so Gruppen verändern. Und nicht zuletzt natürlich die Jugendgruppe am schnellsten. Und ich weiß noch, früher waren die Jugendgruppe eigentlich hauptsächlich Kids aus Graz. Und wenn ich jetzt mitkriege, dass die Leute schon aus anderen Bundesländern zu uns kommen, nur um die Jugendgruppe dabei zu sein, oder wenn die Eltern teilweise Fahrgemeinschaften bilden, um die Kids zu uns zu bringen, dann ist das wirklich eine Entwicklung, wo ich selbst als schwuler Mann auch sage, wow, toll, wie sich die Zeit verbessert. Also ich hätte so eine Möglichkeit nicht gehabt und geschweige denn, dass ich von den Eltern zu einem queeren Jugendgruppentreffen gebracht werde. Und ich hätte jetzt gleich eine Frage. Ja, bitte. Welcher Jugendliche darf da? Darf da jetzt jeder Jugendliche, auch hetero, ist wurscht? Also im Prinzip genau. ist es wurscht. Also sie ist ja total bunt zusammengesetzt. Und deswegen haben wir sie gerade, wenn wir über authentisch sein reden, da auch bewusst nochmal extra hervorgehoben, weil es eben auch in dieser Selbstorganisation und in diesem Zusammenkommen von alle möglichen, die es interessiert, ganz stark darum geht, dass ich Anschluss finde an der Gruppe, wo ich wirklich experimentieren darf, wo ich selbst sein darf und wo ich auch mitkriege, sozusagen, wie divers man selbst sein kann. Nicht? Also mit wie vielen unterschiedlichen Leuten, mit wie vielen unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, Identitäten, Orientierungen, wie immer man sich da austauschen und trotzdem zusammen eine Gemeinsamkeit, eine Gemeinschaft. Genau. Dagmar hat uns ja verlassen. Genau. Aber ich glaube, die Antwort hat ja trotzdem passt und dem ist nicht gekriegt. Okay. Ich mache gern noch einmal, wenn sie wieder. Ah, sie ist wieder. Genau. Ich wollte schon sagen, super, ich stelle eine Frage und dann. Aber der Jojo wird es mir nachher dann beantworten. Ich brauche das nicht nochmal sagen. Also. Vielleicht noch kurz Ja für alle und gerne. Genau. Super, danke. Und genauso eben auch ein Thema, das ich jetzt in dieser Runde euch ans Herzen legen will und mitgeben will. Wir gehen auch in Schulen, bieten Schulworkshops an. Aber diese Workshops sind nicht nur explizit für Schülerinnen und Schüler. Wir haben Abwandlung für diesen Workshop auch für andere Einrichtungen. Wir gehen mit diesem Workshop zum Beispiel auch in Firmen, in andere Einrichtungen. Und die Konzepte, die mit denen wir Liebe ist aufbauen, sind auch nicht streng geheim unsere Sachen, mit denen wir arbeiten. Wir geben die auch gerne weiter. Speziell anderen Hilfseinrichtungen, es sollen alle die Möglichkeit haben, oder anders gesagt, es soll niemand Angst haben, diese ganzen queeren Themen aufzugreifen und anzusprechen. Manchmal erlebe ich da ein bisschen eine Angst, etwas falsch zu machen. Und genau aus dem Grund sagen wir, nein, redet darüber und nehmt euch ruhig unsere Workshops an oder gebt es weiter. Und ja, so die Hauptmessage für mich persönlich beim Schulworkshop Liebe ist, es ist total lustig, aber die Hauptmessage ist gar keine fordernde. So musst du denken oder das ist die Wahrheit. Die Hauptmessage für mich ist eigentlich nur zu den Kids in den Klassen meistens, redet darüber. Die Worte schwul, lesbisch, queer, transgender kennen die Kids, aber über diese Themen und diese Worte ganz normal zu verwenden, ist oft ein ganz neues Thema. Und das ist für mich so nach dem Liebe ist Projekt die Hauptgeschichte. Darüber zu reden und das Kind beim Namen zu nennen. Genau. Und wie vorhin schon erklärt, um diese vielen Themen drumherum ist trotzdem Beratung der Kernpunkt und da ist die Michaela unsere große Expertin.
Ja, ich probiere es zumindest. mit dem ganzen Team irgendwie, die alle ihre Erfahrungen einbringen. Grundsätzlich bei Beratung haben wir eigentlich so zwei große Blöcke. Einerseits die Bierberatung und andererseits dann eben wirklich sozusagen nochmal als Vertiefung vielleicht so die psychologische Beratung. Bei der Bierberatung geht es ja wirklich darum sozusagen, dass das von Personen gemacht wird, die eben wirklich aus der Community kommen, die so einen LGBTQI-Hintergrund selbst mitbringen, also wo der eigene Erfahrungsschatz so ein wichtiges Thema dann auch in der Beratung ist oder eine große Stärke, die man da einbringt. Darüber hinaus oder sozusagen ergänzend natürlich auch die psychologische Beratung, die vor allem dann schlagend wird, wenn es besonders um psychische Belastungen geht oder wenn es halt noch einmal einen ganz speziell sehr vertraulichen Rahmen einfach braucht. Aber so das große Steckenpferd von uns ist eigentlich vor allem die Bierberatung, die wir da jetzt auch deshalb vorstellen möchten, weil natürlich authentisch sein und Offenheit mit den eigenen Erfahrungshintergründen da natürlich auch was ganz Besonderes, Wichtiges ist in der Bierberatung. Im Prinzip ist Bierberatung vor allem deshalb so klasse und wird so gut angenommen, weil es eben wirklich von Lebensweltspezialistinnen angeboten wird. Das heißt, wenn Personen mit irgendwelchen Fragen kommen, irgendwie Info brauchen, versuchen wir natürlich aus unserem Beratungsteam jemanden zu finden, der da vielleicht schon Ähnliches irgendwie durchlebt hat, Erfahrungen schon hat sammeln können. Damit man sich da gut austauschen kann. Das gibt den Personen natürlich auch einen super Zugang grundsätzlich zur Community, also vielleicht auch Einstieg in andere Angebote und Vernetzung. Und während Beratung natürlich grundsätzlich in jedem Kontext auf Augenhöhe passieren sollte, ist es da noch einmal extra irgendwie schon so dieses Gefühl, okay, ich rede mit jemandem, der gleichgesinnt ist, der irgendwie da auch dazugehört, der vielleicht ähnliche Schwierigkeiten hinter sich hat. Und insofern geht es eben ganz besonders so um dieses Verstandenwerden, so sein dürfen, wie man ist, weil manchmal hat man vielleicht ja auch so stereotype Vorstellungen im Kopf und wenn ich so oder so bin, passe ich da dann überhaupt dazu? Und genau solche Sachen kann man dann eben in der Bierberatung ganz fein unterbringen. Da habe ich noch einmal auf dem einen Slide so ein bisschen einen Überblick, was so der Nutzen der Bierberatung ist. Der bringt natürlich uns als Verein was, also so im Sinne von Feedback und neue Infos auch zu verschiedenen Gruppen und Themen und Anliegen. Und es bringt sowohl den Personen, die zu uns kommen und die in Anspruch nehmen, als auch natürlich unserem Beraterinnen-Team die Möglichkeit zu selbst zu reflektieren, also eben zu schauen, was ist so mein wahres Selbst, wie kann ich das nach außen kommunizieren, wie schaut es bei anderen aus. Empowerment ist natürlich auch ein ganz großer Faktor. Soziale Kontakte und eben auch so dieses Normalitätsempfinden im Sinne eben von, es ist okay, so wie ich bin und ich gehöre trotzdem wo dazu und darf auch anders sein. Genau. Vielleicht, weil das gerade in der Bierberatung, also in der Beratung, glaube ich, grundsätzlich kennt man ja aus verschiedenen Kontexten, aber in der Bierberatung, wo eben der eigene Erfahrungshintergrund so eine ganz besondere Rolle spielt, enorm extra wichtig ist, so dieses Thema Selbstoffenbarung, also wie viel gebe ich von mir preis, welche eigenen Erfahrungen, Überlegungen, wie auch immer, teile ich in einem Beratungskontext. Ich glaube, das setzt natürlich einmal so erstens die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte irgendwie voraus, beziehungsweise wird es im Beratungskontext dann natürlich auch immer wieder Thema, wenn da vielleicht bei mir eigene Themen irgendwie anklingen von dem, was ich erzählt kriege. Und zwei Sachen, die mir da ganz besonders wichtig sind und was wir auch versuchen in der Bierberatung unserem Team auch weiterzugeben, ist, dass natürlich das Teilen von eigenen Erfahrungen nicht gleichzusetzen ist damit, dass ich jetzt irgendwie den richtigen Weg irgendjemandem präsentiere,
sondern das soll einfach hauptsächlich Informationsweitergabe sein und eben in diesem authentisch sein, offen sein, auch eine gewisse Vorbildwirkung drinnen haben. Und das bringt auch gleich mit zum nächsten, nämlich authentisch sein heißt natürlich auch nicht, dass ich alles mitteile. Also wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, so bei der Definition von authentisch sein, heißt es natürlich, dass ich trotzdem irgendwie mich in verschiedenen sozialen Rollen anders verhalte und mir schon auch überlegen darf und kann, was oder wie viel will ich von mir preisgeben. Und grundsätzlich zwei wichtige Fragen, die da auch hilfreich sein können, wenn es darum geht, so um das Thema, okay, was erzähle ich von mir, was gebe ich preis, ist für mich einfach erstens, wem nützt es und zweitens, was nützt es? Also wem nützt es natürlich, will ich die Erfahrung jetzt mitteilen, weil ich wirklich glaube, dass das jetzt für mein Gegenüber, mein Klient, meine Klientin, wie auch immer, irgendwie eine wichtige, gute Information ist, die Person weiterbringt. Oder ist es vor allem so aus meinem eigenen Bedürfnis heraus vielleicht motiviert, das zu teilen? Und natürlich auch dieses Was nützt es, ganz wichtig, weil ich mich auch fragen kann, also gerade im Beratungskontext, die Information, die Erfahrung, die ich jetzt teilen will, ist es nützlich für mein Gegenüber, bringt es mein Gegenüber irgendwie weiter oder ist es vielleicht Überforderung gerade oder zu viel? Also das sind so diese Sachen, die da irgendwie mitspielen und die natürlich gleichzeitig auch irgendwie meine eigene Selbstreflexion anregen sozusagen. Also da ist ja ganz viel Selbsterfahrung, denke ich, drinnen, gerade wenn es um Selbstoffenbarung in der Beratung geht. Grundsätzlich, wir haben ja jetzt auch schon Offenheit ganz oft gehabt, nicht? Also so Offenheit zeigen nach außen ist ja allein schon irgendwie so ein Vereinsthema bei uns, nicht? So hinausgehen, das Thema überall hintransportieren, darüber reden. Im Beratungskontext natürlich Offenheit auch total irgendwie das große Thema. Ich habe versucht, da einfach mal so ein paar Schlagworte raufzuschreiben, worum es da irgendwie so geht, wenn es um Offenheit, authentisch sein, Selbstoffenbarung irgendwie geht im Beratungskontext. Da hätte ich natürlich einerseits so Offenheit von mir, also eben im Sinne von Selbstoffenbarung. Wobei da gehört für mich eben im Sinne von Selbsterfahrung auch irgendwie so dazu Offenheit mir selbst gegenüber. Also was traue ich mir dazu? Was mache ich da gerade? Was macht das mit mir? Dann natürlich Offenheit für mein Gegenüber. Also da kommt also dieses Annehmen von anderen, Annehmen von Gemeinsamkeiten, von Unterschieden, von unterschiedlichen Ansichten, Erfahrungshintergründen dazu. Und dann natürlich Offenheit für das Ergebnis der Beratung. Das, was wir schon vorher gehabt haben, auch mit wem nützt das, für was ist es gut, dass sozusagen das Mitteilen von eigenen Erfahrungen zum Beispiel nicht irgendwie rüberkommt als eine klare Handlungsanweisung, sondern eben als das, was es ist, nämlich eben dieses Mitteilen von Erfahrungen, Weitergeben von Informationen und dieses Vorleben von Authentizität. Was ich da auch noch drauf habe, Rollenklarheit, einfach nochmal so als dieses Thema, weil ich natürlich vielleicht im Freundschaftskontext, im Familienkontext anders authentisch agiere, als ich das in meiner Beratungsfunktion mache. Also da kann ich auch authentisch sein, aber das schaut dann vielleicht einfach anders aus. Dann habe ich natürlich, indem ich authentisch agiere, auch schon eine gewisse Vorbildfunktion, die eben den anderen, mein Gegenüber, auch dazu anregen kann, mehr von sich zu zeigen, das wahre Selbst, soweit man das so bezeichnen kann, irgendwie nach außen zu transportieren. Authentisch sein hat, glaube ich, auch viel mit Beziehungsaufbau zu tun. Ist, glaube ich, auch ganz logisch, nicht? Das wird den meisten auch klar sein. Wenn ich irgendwie authentisch bin, dann wirklich in den meisten Fällen auch irgendwie zugänglicher und so eher, dass man sich auf mich verlassen kann und mit mir reden kann. Und wenn ich natürlich auch diese Offenheit mit meinem Gegenüber
gegenüber habe, ist das natürlich auch fein für den Beziehungsaufbau. Offenheit und authentisch sein hat für mich durchaus auch sehr viel mit Grenzen zu tun, weil es auch durchaus authentisch ist zu sagen, das will ich jetzt nicht von mir preisgeben oder zu dem Thema kann ich nichts sagen. Also auch das ist eigentlich Teil von authentischem Handeln, authentischem Beraten und kehrt da auch so zu diesem Thema und auch zur Selbstoffenbarung dazu. Und die Eigenverantwortung habe ich ganz unten eben auch noch drauf, weil natürlich offen zu sein für Unterschiede, für Gemeinsamkeiten und Respekt für die Ansichten und Vorstellungen von meinem Gegenüber auch viel damit zu tun hat, dass ich meinem Gegenüber auch seine Eigenverantwortung lasse. Einerseits und natürlich sozusagen dieses authentisch sein und wie gehe ich mit Selbstoffenbarung um, ist natürlich auch eine Frage, die die eigene Eigenverantwortung ganz groß angeht. Im Prinzip, um nochmal so auf das vom Anfang zurückzukommen, stellt sich natürlich oft die Frage, ich meine, bei der Bierberatung, wie gesagt, versuchen wir natürlich als aus dem Beratungsteam jemanden auszuwählen, der jetzt vielleicht zum Thema Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung einen ähnlichen Erfahrungshintergrund hat, wie die Person, die Bierberatung irgendwie in Anspruch nehmen will, einfach um da einen guten Austausch hinzukriegen, irgendwie zu schauen, dass man sich da vielleicht noch eher verstanden fühlt. Grundsätzlich gehört es für mich allgemein so irgendwie auch zum Beratungskontext dazu, gerade wenn eben die Themen Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung irgendwie Thema sind in der Beratung, dass ich natürlich, wenn ich mich selber schon einmal für mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, einfach was bin ich, wen liebe ich und ich da das Gefühl habe, dass ich da selber irgendwie authentisch dazu auftreten kann, ist es meistens einfach ganz gut für den Beratungskontext. Das merke ich ja vor allem im Bereich der psychologischen Beratung oder eben in Beratungskontexten, wo ich jetzt vielleicht nicht die gleiche Geschlechtsidentität oder die gleiche sexuelle Orientierung habe wie mein Gegenüber, dass das dann trotzdem auch fein ist, wenn mein Gegenüber mitkriegt, dass ich in die Bereiche irgendwie authentisch agieren und interagieren kann. Also das macht dann schon auch sehr viel mit dem ganzen Kontext. Weil nämlich, was da für uns auch ganz, ganz stark dazu gehört, die Gemeinsamkeiten, die Überschneidungen, wenn man sich so die Themen in der Beratung anschaut, worum es geht, also zum Beispiel eben, wie kann ich in bestimmte Kontexte tun oder wie ist das in Beziehungen miteinander, wie gehe ich in der Familie damit um, wo darf ich so sein, wie ich bin und was heißt das überhaupt? Das ist ja ein absolut globales Thema und eigentlich auch ein Thema, das uns total zusammenbringt und das eine große Gemeinsamkeit darstellt und wo sozusagen dieses authentisch sein einfach eine ganz große Überbrückung sein kann. Wenn ich das schaffe, authentisch zu sein und mich authentisch zu zeigen, das sozusagen also ein bisschen Ermächtigung fürs Gegenüber sein kann, das vielleicht auch mehr zu probieren. Mir fällt ein sehr schönes Beispiel ein. Natürlich manche Menschen, die zur Bierberatung kommen, trifft man sich öfters, macht man mehr zusammen. In ganz vielen Fällen reicht aber ein einmaliges Treffen, quatschen oder vielleicht sich austauschen und die eigene Geschichte zu erzählen. Ein Phänomen ist auch, ich kenne ja auch aus meinem persönlichen Bereich, aber ich habe schon oft auch bei Menschen im Umfeld der Bandrennen bemerkt, wenn Menschen das erste Mal zum Beispiel auf eine Party gehen, auf ein Clubbing gehen, das erste Mal in eine Gaybar gehen oder das erste Mal eben bei uns bei einem Treffen dabei sind. Ich habe eine Situation erlebt, jemand war da, ist in der Ecke gesessen, hat nichts geredet, war immer alleine. Und ich habe mir schon gedacht, oh mein Gott, hoffentlich wird das jetzt nicht total schrecklich sein und die Person löst sich auf. Und im Nachhinein
haben wir das Feedback gekriegt, das war der schönste Abend seines Lebens. Also wie wenig so viel erreichen kann. Und da ist überall dieser Punkt, Mensch zu sein. I'm human. Es ist okay, so wie du bist. Und das müssen wir weitertragen. Genau. Vielleicht an dem Punkt gleich mal die Aufforderung oder die Frage so an die Runde, ob es irgendwelche Erfahrungen gibt so zu dem Thema oder irgendwelche Fragen, die jetzt aufkommen sind. Ich schaue zwar nebenbei im Chat noch ein bisschen mit, aber ich denke mal, das wäre jetzt also der Punkt, wo wir für Fragen oder Diskussionen aufmachen würden, noch einmal extra. Ja, von meiner Seite aus vielleicht die Frage, wir sind ja quasi gerade in der Runde, wo wir jetzt auch sind, nicht nur städtisch, sondern auch quasi ländlich die Einrichtungen situiert. Merkt ihr da in irgendeiner Form einen Unterschied in den Bedürfnissen von diesen Jugendlichen oder irgendeinen Unterschied, weil ja doch quasi in einer kleinen, je kleiner die Kommune, desto eher so diese, wie soll ich sagen, Abstempelung oder diese Angst, sich zu outen, oder? Zum Beispiel. Also es gibt Unterschiede, aber die sind Nuancen. Also es gibt schwierige Situationen sowohl aus ländlichen Regionen wie auch aus städtischen Regionen und umgekehrt auch. Also im Großen und Ganzen, es ist die Sorgen und die Probleme, die mit denen die Menschen zu uns kommen, sind ähnliche. Das Setting ist ein anderes natürlich. Also nicht am Land, wo man so sagt, da kennt man sich, da weiß man alles vom anderen. Ja, das kann gut sein, das kann schlecht sein. Im positiven Fall, im authentischen, im geouteten, im Sympathiefall ist ja das auch unterstützend, wenn dich jeder kennt und wenn jeder quasi über dich redet, dass du eh ganz okay bist. Ja? Im negativen Fall, wenn du negative Themen kommuniziert werden, ist es unter Umständen am Land problematischer. Selbe Geschichte in der Stadt, wo die Anonymität vorherrscht. Da ist es oft schwieriger vielleicht, positive Themen zu verbreiten und zu kommunizieren. Aber dafür hat man den Vorteil, dass negative nicht so verbreitet werden. Also same story, aber ein bisschen anderes Setting. Weißt du was dazu sagen? Genau. Mhm. Ja, und ich denke, es hat ja ganz viel damit zu tun, was so vor dem eigenen Erfahrungshintergrund, also unter Anführungszeichen, normal gesehen wird. Nicht? Und Normalität, es ist, deswegen reden wir ja auch von Normalitätsempfinden, weil ich oft dann das Gefühl habe, dass was normal ist, wenn ich einfach schon viel Erfahrung damit habe, wenn ich damit über einen längeren Zeitraum in Berührung war. Und das ist natürlich schon was, wo die Stadt oft gegenüber dem Land einen Vorteil hat, dass da einfach die Diversität manchmal größer ist, man früher mit unterschiedlichen Sachen in Berührung kommt, allein wenn ich nur, keine Ahnung, über den Hauptplatz spazieren gehe, unter Umständen. Und das erleichtert natürlich auch den Zugang zu gewissen Themen. Was im umgekehrten Fall aber heißt, wenn offen kommuniziert wird, wenn Themen einfach in der Öffentlichkeit präsent sein dürfen, dann führt es dazu, dass das funktioniert am Land genauso wie in der Stadt. Und dass überall natürlich auch gewisse Herausforderungen mit den Themen im Zusammenhang stehen, ist auch klar. Und genau bei diesen Themen ist eben, gehören zwei wichtige Faktoren dazu. Das ist zum einen die Gesellschaftsmeinung und zum anderen dann natürlich auch das persönliche Outing. Was ich vermehrt merke bei jungen Menschen, viele haben so das Mindset, ja, ich bin bi, ich bin lesbisch, whatever, ist okay, aber sie kommunizieren es nicht. Was ja okay ist. Keiner muss sagen, welche sexuelle Orientierung er oder sie hat. Ist nicht notwendig, ist auch Privatsache. Das Outing ist aber trotzdem, wenn sich Menschen dafür entscheiden, ein total wichtiger Schritt, weil es ist manchmal auch ein kleiner Lebenswandel, aber ein Lebenswandel dorthin zum authentischer sein. Klassische Geschichte. Man ist, arbeitet im Büro, ist vielleicht ungeoutet und ein klassisches Guten-Morgen-Kaffee-Gespräch, wieder war der Urlaub letzte Woche. Dieses Gespräch kann, wenn man ungeoutet ist, ein verzwicktes sein. Mit wem warst du? Mit einem Freund oder so? Da hakt es gleich.
Und das Zweite ist natürlich auch das Gesellschaftliche. Da fällt mir ein guter Vergleich ein. Seit 1. Jänner 2019 ist ja die gleichgeschlechtliche Ehe in Österreich möglich. Ist das gesetzliches Thema, ist jetzt etwas anderes, worüber wir heute reden. Aber was dadurch zu beobachten war, so dieses, die Meinung der Gesellschaft oder die Umfragen in Österreich waren so, dass einmal die größte Gruppe war pro Eheöffnung. Die haben gesagt, das ist gut, das wollen wir, passt. Dann hat es eine kleinere Gruppe gegeben, die haben das blöd gefunden, die waren dagegen. Aber die allergrößte Gruppe hat gesagt, ist mir eigentlich egal. Gar nicht negativ gemeint, sondern wirklich, ich habe wenig Berührung damit, ich kenne vielleicht auch nicht so viele queere Menschen, no problem. Seit 1. Jänner, seitdem das Gesetz das ermöglicht hat, ist diese große Gruppe, ist mir eigentlich egal, zu den Befürworterinnen gekommen. So nach dem Motto, naja, wenn es legal ist, wird schon passen. Und das war auch der Grund für einen großen gesellschaftlichen Schritt, der die Gesamtsituation, in der wir leben, auf diesem Planeten und in dem Fall in unserem Land in Österreich, für viele Menschen es einfacher gemacht hat, authentischer leben zu können. Und das sind so ein bisschen diese vielen Punkte, die da mitspielen. Das ist eine Gesellschaft, das ist mir persönlich ist auch das Setting, in dem man lebt. Genau. Ja, und ich denke, also gerade wenn man es jetzt irgendwie so von außen betrachtet, also aber oft sind diese Stereotype einfach noch so stark. Und dieses authentisch sein, dass das eigentlich auch heißt, dass ich unter Umständen zwei Leute mit derselben sexuellen Orientierung mehr voneinander unterscheiden können, indem wie sie tun, was sie mögen, als zwei Leute, die eine unterschiedliche sexuelle Orientierung haben, ist auch total wichtig. Oder dass ja Offenheit ein grundsätzliches Thema ist und dass es da durchaus auch innerhalb der Community Unterschiede gibt, wer wem oder was gegenüber offen ist und was das heißt. Also grundsätzlich authentisch sein, offen sein ist einfach so ein globales Thema, das uns schon, wenn es um Geschlechtsidentität und um sexuelle Orientierung geht, irgendwie immer oft besonders bewusst wird, weil halt gerade sexuelle Orientierung auch noch immer sowas ist, über das man jetzt nicht gleich vielleicht mit jedem redet. Aber die dahinterliegende Geschichte ist einfach, dass sozusagen dieses authentisch sein, man selbst sein dürfen, ja, was ist das, das uns alle in irgendeiner Form und in irgendeinem Bereich angehen kann. Ob das jetzt dann, keine Ahnung, die sexuelle Orientierung, die Hautfarbe, die Religionszugehörigkeit, der Bildungshintergrund, was auch immer ist. Authentisch sein ist immer so ein Thema, eine Frage, genauso wie Offenheit für andere. Und meistens gehen die zwei eben gut miteinander einher. Es gibt noch eine Frage im Chat, und zwar macht ihr auch eure Arbeit bezieht sich auf den Bereich Graz oder gibt es auch telefonische Beratung, die über Graz hinausgeht, oder habt ihr Beratung, die zum Beispiel irgendwo noch anders ist, oder seid ihr rein Raum Graz? Okay. Also wir prinzipiell, vor allem jetzt in der Lockdown-Zeit, haben wir vor allem Telefonberatung und eine Art Telefonseelsorge angeboten. Also auch außerhalb von Graz, auch außerhalb von der Steiermark. Jetzt zuletzt zum Beispiel haben wir eine Beratungsanfrage von einer, ich glaube, Mutter aus Wien bekommen, und die haben erfahren, dass es bei uns auch für Eltern Peer-Kontakte gibt, und da werden wir jetzt wahrscheinlich eine Telefonberatung machen. Also ja, auch Telefonberatung, aber in der Natur der Sache ist natürlich, dass wir das Haupteinzugsgebiet aus der Stadt in Graz haben. Und wir strampeln und versuchen, gute finanzielle Unterstützungen zu kriegen, um eben genau dieses Angebot auszuweiten. Weil es ist überall Bedarf da. Und wie gesagt, das Wort Beratung, man denkt immer sofort gleich an die einzelnen Menschen, die Sorgen und Probleme haben. Aber Beratung ist so viel mehr, wie vorher schon beschrieben. Es geht über die Individuen hinaus, es geht in das ganze Umfeld, und man strahlt
man strahlt einen wertschätzenden Umgang mit etwas aus und somit kann man eine ganze Gemeinde verändern. Und darum sagen wir, es braucht viel mehr Ressourcen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch, vorher haben wir unseren Schulworkshop erwähnt, der unglaublich gut ankommt. Jetzt zuletzt gehen aber die Buchungen zurück, weil, wer es in den Medien verfolgt hat, da war mit dieser Skandal um Teenstar, der in Schulen wirklich problematische Inhalte zum Thema Sexualität verbreitet hat. Und dann hat es einen Aufschrei gegeben, war groß in den Medien. Und in die Schulen fehlt jetzt dem Lehrpersonal ein bisschen der Mut, solche Workshops zu buchen. Jetzt nach dem Lockdown ist ohnehin auch schwierig, das Lots zu kriegen. Aber darum noch einmal Aufruf, kontaktiert uns, wir kommen total gerne. Und was wir momentan machen, weil wir eben sehen, wir brauchen österreichweit eine bessere Flächenabdeckung. Aus dem Grund vernetzen wir uns auch gerade intensiver mit anderen Projekten. Es gibt in Salzburg die Schule der Vielfalt, in Wien gibt es die Queer Connection und so weiter. Haben alle ähnliche Inhalte, alle ein bisschen andere Methoden. Und wir wollen uns da vernetzen, um eben zu versuchen, dass man österreichweit gemeinsam mit einem Workshop auftritt, gemeinsam sich organisiert und eben um genau diesen Faktor anzugehen. Wir müssen in jedes Eck von Österreich. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, es wäre ja cool eigentlich irgendwie auch so vielleicht mit Gemeinden einfach, gell? Also warum nicht mit Erwachsenen oder so, auch weißt du, in Gemeinden, Gemeinderäte, was auch immer, dass das ins Land mit den Vereinen, Vereinsobmänner, dass man da irgendwie, das war jetzt gerade nur für mich so ein Gedanke. Oder Seniorenheime, wie schaut es denn da aus? Sind Sie da? Waren wir überhaupt? Noch nie, aber einmal haben wir einen Vortrag im Rotary Club gemacht. Ah. ja, aber und es ist auch interessant, der Workshop zum Beispiel startet so, man will am Anfang einmal mit der ersten Methode einmal das Eis brechen. Jetzt macht man was Lustiges. Dann haben wir Slides mit berühmten Personen und die Kids müssen raten, welche sexuelle Orientierung die haben. Und da haben wir natürlich dann ein paar Fallen einbaut, zum Beispiel die wenigsten wissen, dass der Gandalf der Graue von Herr der Ringe zum Beispiel im realen Leben ein schwuler Mann ist. Und so kann man die Leute ein bisschen hinters Licht führen. Aber worum geht es? Es ist lustig natürlich, aber es geht bei diesem ersten Schritt darum, das Eis zu brechen. Und dieses Starterspiel, je nachdem bei welcher Gruppe das man ist, funktioniert in den Schulen natürlich. Die sollen dann auch rausschreien, was sie sich denken. Aber das funktioniert eben im Seniorenheim sicher genauso. Die würden auch blöd schauen, wer welche Orientierung hat. Ja, das denke ich mir. Gell? Ja, und was dann natürlich auch drinnen steckt, ist so dieses, es ist okay, wenn man Fragen hat, es ist okay, wenn man zu einem Thema noch nicht so viel weiß. Und es ist total, total okay, wenn man sich zu gewissen Sachen vielleicht Sorgen macht oder da irgendwie noch ein ungutes Gefühl dabei hat. Weil was ja auch oft Thema ist, sozusagen diese Offenheit und dieser Wunsch nach einem guten Miteinander, der heißt natürlich nicht, dass das jetzt nicht auch trotzdem anstrengend, verwirrend, belastend sein kann für Personen selber, aber auch für das Umfeld. Und da soll die Beratung bei uns schon dahingehend die Hemmschwelle nehmen, dass ich da offen über verschiedene Sachen reden kann und darüber reden kann, wie es mir jetzt damit geht und dass es auch da jetzt nicht unbedingt auch richtig oder auch falsch gibt. Nicht? Ich kann auch gut als Mutter sagen, boah, mein Kind hat mir gesagt, so und so und eigentlich jetzt bin ich echt einmal voll fertig damit und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und hey, das ist auch voll okay. Man muss nicht sofort sagen, ja, lässig, passt und ist eh alles klar. Nicht? Also auch Emotionen und dieser Prozess ist total normal und gehört einfach dazu. Und was mir auch vor einigen Wochen erst klar war, ist ein bisschen, oder vor ein paar Monaten, wir sind ja auch... wie gesagt, über Beratung hinaus haben wir auch andere Projekte laufen und da haben wir ein tolles Team, das sich regelmäßig bei uns engagiert und total fleißig ist. Und vor ein paar Monaten ist mir erst klar geworden, eigentlich auch diese Arbeit, ja, wenn ich Texte schreibe, wenn ich irgendwo Events organisiere, öffentliche Auftritte, in der Politik Stellungnahmen abgebe und, in Wirklichkeit ist ja das auch eine Form von Selbsthilfe.
nicht im klassischen Setting, aber die Arbeit, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen, ist auch ein Stück Beratung. Und oft werden wir gefragt, ja, oder werde ich auch gefragt, warum machst du das? Wo ist das nicht viel zu viel Aufwand und so weiter? Aber die Wahrheit ist, ich mache die Arbeit hier bei den Rosalinder Panterinnen, weil es so unglaublich viel Spaß macht. Es macht Spaß, wenn man es schafft, über so intime Themen mit denen zu arbeiten. Man arbeitet im weitesten mit sich selbst und das in so einem unglaublich positiven und auch oft erfolgreichen Setting, dass es eine unglaubliche Triebkraft hat. Joe, ich habe vielleicht noch eine Frage an dich, weil ich heute eben auch den Podcast noch einmal nachgehört habe mit dir bei uns. Und da ist ja auch die Frage gestellt worden, so was würdest du oder was würdet ihr beide Jugendlichen, die noch unsicher sind, was sexuelle Orientierung betrifft oder die sich schon sicher sind und aber quasi noch nicht wissen, wie sie sexuelle Orientierung mit gleich nach außen tragen, was würdet ihr denen mitgeben? Und ich habe das so super gefunden und deswegen, was ist das, was ihr den Menschen mitgeben wollt? Oder was können auch die Menschen mit den Jugendlichen zusammenarbeiten mit tun? Also, das ist ganz kurz, kann man das beantworten. Man sagt, es wird besser. Man kann niemandem sagen, du sollst, du musst. Ja? Ich kann auch niemandem sagen, du bist. Aber ich kann den Leuten sagen, ich habe alle Stories, die ich bis jetzt erlebt habe, haben gut geendet. Es können schwierige Situationen entstehen, dass man Stress in der Family hat, dass man vielleicht auch Freunde verliert. Aber alles in allem, es wird besser. Und das ist, diese drei Worte stammen nicht von mir. Da gibt es auch ein Projekt, kann man auf YouTube eingeben, es wird besser. Hat in den USA gestartet. Da haben Jugendliche quasi ihre Coming-out-Stories erzählt mit dem Ende It Gets Better. Und dann ist es in Deutschland und in Europa übernommen worden. Und auch in Österreich sind da viele Videoprojekte gedreht worden. Und man kann diesen Jugendlichen auch sagen, schaut euch die Es wird besser Videos auf YouTube an. Das sind schöne Videos und tolle Videos und die helfen auch viel. Ja, und was mir noch einfällt, wäre, es wird besser, ist da eigentlich eher schon drinnen, wäre also, es ist okay und es braucht Zeit. Also sich selbst da auch den Druck zu nehmen und auch so ein bisschen. Da kommt dann aber auch so wieder das Authentischsein vom Umfeld mit hinein. Das ja, wer bin ich, was mag ich? Einerseits gibt es da natürlich so diese Sachen, die fix sind, aber andererseits ist es auch eine lebenslange Entwicklung. Wie gehe ich mit verschiedenen Themen um und was passt für mich und mit wem mag ich über was reden? Und da also ein bisschen den Druck rauszunehmen, Sachen dürfen auch Zeit brauchen. Es ist auch okay, wenn man sich bei gewissen Sachen noch unsicher ist. Es ist auch total okay, wenn man verschiedene Zugänge ausprobiert. Also da also dieses Erlauben von sich ausprobieren, von sich selbst finden, von Erfahrungen machen, denke ich, ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, um eben zu diesem authentisch Sein hinzufinden. Weil nämlich, wie am Anfang schon in der Beschreibung drinnen gestanden ist, so dieses Zeigen von meinem wahren Selbst, das darf man nicht so verstehen, als ob sozusagen man das Ding irgendwann finden würde, dieses wahre Selbst, und dann hat man was, das man jetzt sagen kann. Sondern es ist natürlich auch was, das sich entwickelt, das ganz viel Facetten hat, wo ihre viel drinnen steckt und wo man auch ganz, ganz viel spannende Sachen für sich erleben kann, wenn man eben auch diese Offenheit sich selbst und den eigenen Erfahrungen gegenüber hat. So, meine Lieben, gibt es noch Fragen? Stellt sie doch einfach in den Chat oder entmutet euer Mikrofon. Und ja, wir freuen uns auf eure Fragen oder eure Statements. Ein Aufruf, den ich noch mitgeben kann, wenn es Menschen gibt unter euch, die Interesse haben. Es findet nächste Woche am Samstag, den 11. Juli, findet bei uns ein kostenloser Ausbildungsworkshop statt, wo man quasi die Skills
Wir verwenden in den Schulworkshops die Methoden, wo wir die kommunizieren, diskutieren und vielleicht ein bisschen noch weiter ausarbeiten, wenn es Ideen gibt, und wo man quasi eine Ausbildung zur Schulworkshop-Leiterin bei uns machen kann. Und wie gesagt, sind alle herzlich eingeladen, da vorbeizukommen, um Anmeldung einfach an unsere E-Mail-Adresse. Und vielleicht also in Richtung von der Peer-Beratung, also unser Team im Bereich der Peer-Beratung verändert sich ja ständig und viele sehen das als voll feine ehrenamtliche Tätigkeit. Also auch wenn ihr da jemanden kennt, der irgendwie gern seine Erfahrung weitergeben möchte, der sich gern engagieren möchte, der sich das gerne mal anschauen möchte, einfach unsere Kontaktdaten weitergeben. Wir freuen uns immer, wenn neue Leute dabei sind, mittun möchten. Also da gibt es auch von ganz wenig bis richtig viel, total vieles, weil wir uns einfach total freuen, wenn sich jemand engagieren und mittun will. Und wie der Joe ganz am Anfang schon gesagt hat, also wir sind für alle da, die uns brauchen. Also egal welche Geschlechtsidentität, welche sexuelle Orientierung, welcher sonstiger Hintergrund, jeder, der da irgendwie für mehr Authentizität und Offenheit in dem Bereich irgendwie was machen will, wir freuen uns total. Eine Frage, die heute gar nicht gekommen ist, die aber oft kommt: Warum heißt sie so komisch, Rosalila Pantherinnen? Jeder kennt den steirischen Panther, der weiße Panther auf grünem Grund, und wir haben den rosa und lila eingefärbt. Daher kommt unser Name. Und wir finden ihn noch immer hübsch. Genau. Wir finden ihn auch hübsch. Okay. Aber ihr habt ja mal ein Problem gehabt mit eurem rosa-roten Panther oder so irgendwie, gell? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Wir haben eine Anzeige in der Höhe von einer Strafe in der Höhe von 300 Euro gekriegt, weil wir das steirische Wappen in seiner originalen Form verwenden. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, was meinen Sie jetzt? Weil bei einigen Subventionen oder bei allen ist ja die Auflage, dieses und jenes Logo und Wappen zu verwenden. Meinen Sie das? Das müssen wir ja verwenden auf unserer Drucksorten. Oder meinen Sie, weil wir den Panther rosa eingefärbt haben. Was Sie jetzt genau gemeint haben, wissen wir eigentlich nicht. De facto ist es aber so, Copyright, also ich darf nicht irgendein Firmenlogo nehmen und es rosa einfärben, das ist verboten. Aber beim Wappen darf man, weil da gilt das Wappengesetz. Und auf jeden Fall hat sich da die Behörde, die uns angezeigt hat, total blamiert. Wir haben Einspruch erhoben, haben Crowdfunding gemacht und haben gesagt, bitte helft uns, wir müssen Geld sammeln, um diese Strafe zusammenzukriegen. Und wenn die Behörde von der Strafe absieht, dann spendet man das Geld an den Verein Queerbase, der sich für queere Flüchtlinge einsetzt. Und nach 2 Jahren haben wir dann gewonnen und unser Panther darf rosa lila sein, offiziell. Sehr gut. Ja, habe ich gehört oder gelesen, sogar in einer Zeitung, gell, war das. Also mir ist es vollkommen, ich kenne diese Geschichte, sehr cool. Ja, meine Lieben, es ist 11 Uhr, also bei meiner Uhr. Habt ihr noch Fragen, dann bitte ganz schnell stellen. Weil wir wollen nicht länger irgendwie eure Zeit sonst in Anspruch nehmen. Aber mir hat es sehr gefallen, muss ich sagen. Es ist die Stunde ganz schnell vergangen. Vergangen. Sehr guter Übergang. Na, vielen lieben Dank euch beiden für den spannenden Input und für eure Schilderungen und Darstellungen. Vielen Dank euch allen, dass ihr mit dabei wart wieder an der freitägigen Julung bei der Online-Weiterbildung. Wenn ihr jetzt quasi rausgeht aus dem Zoom-Meeting und euch die Fragen einschießen, nachdem ihr die Informationen verarbeitet habt, entweder gleich direkt mit den beiden in Kontakt treten. Ich habe da in den Chat gestellt, wo die Kontaktinformationen drauf sind. Ihr könnt aber natürlich auch quasi uns kontaktieren und wir leiten dann die Fragen gerne weiter. Ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank noch einmal fürs Dabeisein. Am Montag geht es weiter mit dem Thema Information, Big Data in Richtung Digitalisierung. Was passiert mit unseren Daten, mit den Informationen? Ich und sicher die Dagmar auch wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hoffen auf ein bisschen besseres Wetter, aber auch da sind wir zuversichtlich und macht es gut. Bis Montag. Ciao, und ich bin wieder da. Tschüss, bis Montag, Baba. Und danke nochmal. Ja, auch danke von uns. Herzlichen Dank.
Ihr dürft auch gerne ein bisschen auf dem Kaffee bleiben.